Das ist der Start? Echt? Ja. Okay, dann ist das unser Start, alles klar. Ja, hallo zu diesem seltsamen Start. Und damit herzlich willkommen zum nächsten Deep Dive. Ja, ist das hier überhaupt ein Deep Dive? Ich habe keine Ahnung, ob das ein Deep Dive sein sollte. Es steht zumindest mal nicht dabei, ne? Es steht Launch. Launch, Planet Coaster 2. Ja, ich glaube, Fronti hat einfach einen Livestream angeworfen heute Mittag. Vor dem Start vom Spiel. Und sieht zumindest mal aus, ne? Ja, wir starten einfach jetzt da live rein. Okay, alles klar. Ja, warum nicht? Ist ja nicht verkehrt. Allerdings muss ich mal hier... Ich habe keinen Ton, ich höre keinen Ton, warum auch immer, weiß ich nicht. Ist ja auch jetzt mal egal, dann musst du zuhören, ich höre nichts. Ich weiß nicht, woran das jetzt hier liegt. Muss ich zuhören, ausnahmsweise? Ja, weil ich höre jetzt gar nichts. Jetzt habe ich hier Werbung. So, überspringen. Ah, das ist der Start. Guck mal, der Trailer. Ja, der Trailer macht irgendwie mehr Sinn als Start, ne? Ja, der macht mehr Sinn. Genau, It's Planet Coaster 2, Launch Day, join us as we count down. To release. So heißt dieser Deep Dive. Mehr oder weniger. Ja. Jo. Gut, den Trailer haben wir alle schon gesehen. Ich glaube, die meisten haben schon das Spiel runtergeladen und sind schon fleißig am Bauen, wie die Verrückten. Ich bin mal gespannt, wie viele von euch das Spiel wirklich schon geholt haben und wie viele noch abwarten. Ja. Das wäre so ein Ding für die Kommentare, ne? Also haut mal an die Tasten und schreibt mal rein, ob ja oder nein. Ja oder nein, das reicht schon vollkommen aus. Einfach nur ja oder nein. Das sind zwei Tasten, weil ich glaube, die meisten haben es gekauft. Wahrscheinlich schon, ja. Wahrscheinlich, ja. Ja, wir müssen nur hoffen, dass wir keine weitere Ja oder Nein-Frage stellen im Laufe des Videos. Ja, ist ja nicht schlimm. Die kriegen wir schon irgendwie raus. Und den Mitaro müssen wir entschuldigen. Der ist leicht. Ja, er hat Kopfschmerzen und kann heute leider nicht dabei sein. Aber wir sind ja nicht alleine oder wir machen diesen Kanal ja nicht alleine. Wir sind ja zu dritt und das macht uns schon so ein bisschen aus, dass wir das dann alles doch noch irgendwie hinkriegen. Und an dieser Stelle gute Besserung, lieber Mitaro. Und wird wieder gesund. Ja. Dafür bin ich aber jetzt. Geht drei um jetzt, ne? Jetzt bist du wieder fit, ist der krank. Ja. Da bin ich ja als nächstes dran. Ja, genau. Ja, du warst ja schon im Spiel selber drin. Ja, ich habe nicht viel gemacht tatsächlich. Mhm. Ich habe im Prinzip nur die, ich sag mal, Tutorial-Missionen gespielt, weil dann war eigentlich jetzt schon unsere Uhrzeit, wo wir aufnehmen wollten. Ja. Mhm. Und was soll ich sagen? Es sind halt Tutorial-Missionen, ne? Also, also das ist halt. Wenn man noch nie ein Planet-Spiel gespielt hat, dann ist das schon ganz sinnvoll, um so ein bisschen zu verstehen, wie die Steuerung funktioniert. Mhm. Aber wenn man irgendeins von den Spielen schon mal gespielt hat, dann ist das fast alles, kennt man eigentlich schon. Ja. Es sind halt ein paar neue Sachen drin, wie das Bob an Pools, ne? Oder wie das Stromsystem funktioniert, ne? Aber das geht ja alles relativ flott. Das sind jetzt keine großen, aufwendigen Sachen. Also die kann man auch getrost überspringen. Ja, okay. Aber im Endeffekt können wir aber auch sagen, dass wir tatsächlich das ausschalten können, ne? Wenn wir Sandbox-Modus spielen, richtig? Ja, beim Sandbox-Modus kannst du, wenn du den anlegst, kannst du Optionen einstellen, welche Art von Sandbox das sein soll. Mhm. Und da kannst du dann einstellen, dass du meinetwegen keinen Strom für alles brauchst, dass du dich nicht um Mitarbeiter kümmern willst. Okay. Oder ob du jetzt Geld hast oder nicht. Oder dieses Gästelimit von 6.000, was ja irgendwie kontrovers war scheinbar. Mhm. aber das wird Frontier ja auch sich nochmal dran setzen, haben sie gesagt. Also, ja. Bin ich mal gespannt. Ich bin ja hier nach dem Deep Dive, kann ich ja auch endlich mal reingehen und werde dann gleich auch direkt aufnehmen. Und ich auch. Ja. Sollen wir es eigentlich schon mal erwähnen, wie wir es vorhaben, jetzt bei uns auf dem Kanal, was Planco 2 angeht? Also wir können vielleicht schon mal erzählen, was jetzt der Plan für die Woche ist, weil die Woche ist ja ganz schön außergewöhnlich. Ja.
Darfst gerne anfangen. Okay. Wenn das Video jetzt rauskommt, dann ist Plant Cost seit einem Tag draußen. Und dann kommt ein Tag später, ist dann der Freitag. Ja. Am Freitag kommt dann das Auflösungsvideo zur Dark Raid Challenge, ne? Ja, ich freue mich schon. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Kommentare dazu unter diesem Video kommen. Also, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auch schon drauf. Das war echt eine coole Challenge. Jetzt ist er komplett aufgelöst. Jetzt ist es. Ja. Mal schauen, ob ihr mit dem Gewinner einverstanden seid. Ja, ich bin auch gespannt. Ja, ich denke, wir sind zufrieden soweit. Am Samstag kommt dann unser erstes Video zu Plant Coaster 2. Ja. Das wird voraussichtlich ein Let's Play von der Karriere werden. Mhm. Wo du ausschließlich das so machen willst, ne? Hm, wie bitte? Wo du darauf eher eingehst. Du wirst diesen Karrieremodus machen, so. Ja, das liegt halt ein bisschen daran, dass ich das Spiel ja selber noch nicht kenne und wir hatten ja keinen Vorabzugang. Dementsprechend möchte ich für mich selber auch ein bisschen lernen noch und es ist halt eine gute Möglichkeit, um euch allen auch relativ viel Content bieten zu können am Anfang des Spiels, weil wir hatten halt keinen Vorabzugang und können dementsprechend keine Speedbuilds oder so machen. Ja. Und ich denke, es ist ein ganz guter Kompromiss für alle. Und ich habe gehört, die Karriere soll ganz gut sein. Also, ich bin gespannt. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Also, ja. Und Sonntag kommt dann der nächste Bella Italia-Part. Richtig, richtig. Das Anführungszeichen reguläre Video der Woche. Genau. Ja, wir haben uns auch deswegen entschieden tatsächlich, weil ich war ja jetzt verhindert, ich war ja krank und hatte jetzt auch nicht die Möglichkeit, irgendwas aufzunehmen, weil es ging mir einfach nicht gut. Und ja, deswegen blieb jetzt halt eine Parktour auf der Strecke. Und aber nächsten Sonntag ist eine Packtour auf jeden Fall von Planet Coaster 1 tatsächlich geplant. Also die werden wir natürlich weiterhin zeigen, die wir als Parkbewerbung bekommen. Das steht nicht außer Frage. Es ist ja jetzt auch so, dass die Sachen, die wir jetzt gezeigt haben in den letzten Wochen, sind ja auch nicht so weit weg von Parktouren gewesen. Die Dark Ride Sachen sind ja im Prinzip Touren gewesen. Und das letzte Bella Italia Video war auch so eine Mini-Parktour. Ja, genau. Wir können uns das schön reden, wir haben auch Parktouren gezeigt. Ja, das stimmt, ja. Das stimmt allerdings, aber ja, aber eigentlich hätte jetzt am Sonntag halt eine Parktour kommen müssen, weil wir wechseln uns ja immer so ab mit Bella Italia und Parktouren. Und ja, aber jetzt kommt nochmal eine Bella Italia-Folge, aber ist ja nicht so tragisch. Ich denke mal, da können wir alle drüber hinwegsehen. Dafür kommt eigentlich jeden Tag jetzt ein Video bei uns auf dem Kanal. Also. Die Woche jetzt ist echt extrem voll, das stimmt. Ja. Und ab nächster Woche wollten wir unseren neuen Rhythmus versuchen zu starten. Genau. Weil jetzt halt wegen Plant Coaster 2 halt einfach, es ist ein guter Grund, ein bisschen mehr Videos zu machen. Ja. Ich glaube, wir wollen ja alle viel von dem Spiel sehen und uns auch selber viel spielen. Genau. Und genau, deswegen haben wir gesagt, wir machen ab nächster Woche versuchen wir jetzt über die nächste Zeit über erstmal zwei Plant Coaster 2 Videos die Woche zu machen. Dienstag und Donnerstag, meine ich? Oder Mittwoch und Freitag? Mittwoch und Freitag, okay. Genau. Und das Sonntag-Video, das bleibt erstmal so wie gehabt bestehen, solange wie wir halt noch Zeug von Plant Coaster 1 haben, ne? Genau. Das bleibt weiterhin so, wie es ist, wie es vorher auch war. Und ja, wir können eigentlich auch mal schon mal grob sagen, also du, wie schon vorhin erwähnt, du machst ja mehr so die Karriere. Ich fange direkt von Anfang an, das Spiel startet und nehme euch dann direkt mal mit und zeige euch mal das Menü und mal gucken, was ich da so finde, wie man in den Workshop kommt, etc. pp. Und der Mitaro, der wollte gucken. Weil wir sind ja eingeschränkt auf so ein paar Szenerieteilen und der Mitaro, guck mal, welche Teile man so wegempfremden kann für zum Beispiel einen Märchenbereich, Piratenbereich oder sonstiges. Und ja. Müssen wir schauen, was es anbietet. Dann kann man daraus vielleicht auch ein paar Blueprints machen. Mal gucken, wie dieser neue Workshop funktioniert. Genau. Das ist auch so der Hintergrund dabei, genau. Genau. Und ja, so ist der Plan erstmal für die Zukunft.
Und ja, da könnt ihr natürlich immer gern dabei sein. Da würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen. Ja, es passiert jetzt viel in nächster Zeit. Ja, ja, ja. Ich bin auch sehr gespannt, wie das jetzt sich so entwickelt hier mit Planet Coaster 2. Ja, und wir haben logischerweise halt noch nichts davon aufgenommen. Es macht mir ein bisschen Sorge. ja, aber das kommt ja noch. Ja, ja, das kommt ja noch. Hiernach sind wir ja sowieso. Also ich bin ja hiernach direkt weg. Ja, ja, geht mir ja genauso. Jetzt wird, sobald wir hier durch sind, wird die nächsten 48 Stunden durch aufgenommen. Oh wey. Nee, ich bin echt müde. Ich glaube, so lange mache ich heute nicht. Nee, ich auch nicht. Also ich wollte vielleicht gucken, dass ich 2 Videos mache. Ja, je nachdem. Ich weiß nicht, wie das Menü aufgebaut ist, ne? Wo ich dann Cut machen kann, wo nicht. Muss ich gucken. Ja, das können wir ja schlecht planen. Wir wissen ja einfach nicht, was uns erwartet. Genau, genau, genau. Wir gucken einfach, zu sehr spoilern, zu sehr gespoilert habe ich mich jetzt auch nicht tatsächlich. Mhm. Nur mal so grob reingeguckt und so, aber im Großen und Ganzen weiß ich tatsächlich noch nichts. Ja, ich habe mir tatsächlich relativ viele Videos angeguckt von den ganzen Leuten, die halt vorab Zugang hatten. Und habe jetzt auch schon einiges gesehen. Aber ich habe halt jedes Video, das sich so auch nur ansatzweise mit der Karriere beschäftigt hat, erstmal komplett übersprungen, weil ich mich da halt auch nicht spoilern wollte. Ja, ja, klar. Also da bin ich auch komplett blind. Aber das Menü habe ich ja heute schon gesehen. Ich war ja auch kurz im Spiel drin, also ja. Mhm. Viel Spaß dabei, ne? Ja, vielen Dank. Hört sich auf jeden Fall sehr, sehr interessant an. Ja, ich spoilere jetzt einfach auch nicht. Ja, genau. Jetzt habe ich schon wieder Werbung hier. Wunderbar. Geil, ich habe auch Werbung. Ja, das wird echt interessant, weil wir so ein ganz komisches Aufnahmesetup gerade haben. Ja. Und die beide an unterschiedlichen Stellen Werbung haben und dementsprechend halt überhaupt nicht synchron sind jetzt. Aber wir gehen ja eh nicht so richtig auf ein, was da hinten passiert, von daher ist das ja nicht so schlimm. Nö, eigentlich nicht, das stimmt allerdings. Allerdings gefallen mir die Merchandise-Coaster, King Coasters da und Queen Splash, gefällt mir richtig gut. Die Poster oder die gestickten Dinger? Die gestickten Dinger da, die Maskottchen. Die cool. Plüschtiere. Die konnte man bestimmt jetzt gewinnen, wenn man live dabei war. Das kann gut sein, es ist... Ich soll ja zuhören, aber es ist tatsächlich gar nicht so einfach, da mitzukommen, wenn da 5 Leute durcheinander reden und ich mich gleichzeitig mit denen unterhalte. Nee, ich habe auch gefunden, woran das bei mir lag. Ich hatte noch die Hauptboxen bei mir eingeschaltet, weil ich ja heute noch das Video geschnitten habe für Freitag. Ah ja, ja. Und da kann ich am besten mit dem Ton hören, wie der so ist, die Tonqualität und so. Und hatte vergessen, auf die Kopfhörer umzustellen und deswegen habe ich nichts gehört. Hauptsache, du hörst jetzt was. Ich höre was, ja, ja. Das ist sehr gut. Ich höre auch mal, ihr hört auch was. Sprechen. Wäre jetzt ein bisschen doof, wenn nicht. Ja, dann ist das halt so. Können wir nicht ändern. Ja, es macht für mich sowieso so ein bisschen Eindruck, als wäre das Ganze hier nicht ein Deep Dive in dem klassischen Sinne, wie wir sie kennen, sondern einfach so ein gezeigtes Spiel, bis es halt rauskommt. Ja. Wir spielen einfach ein bisschen rum, glaube ich. Ja. Auf jeden Fall, was man hier gut erkennen kann, gibt es auf jeden Fall Shortcuts, wie man skalieren kann, ne? Dass man mit einem Shortcut direkt skalieren kann. Du musst nicht mit der Maus tatsächlich ins Menü gehen und dann sagen, okay, skaliere mir das Ding jetzt auf so und so. Ja, also du kannst, ich habe mal ein bisschen was ausprobiert gehabt. Du kommst mit X, kommst du in dieses Advanced Move Ding rein, ne? Mhm. Wenn du nochmal X drückst, dann kommst du ins Skalierfenster rein. Dann hast du so ein... Okay, wie der das gerade macht, keine Ahnung. Aber ja. Aber das habe ich aber gemeint. Das ist, der drückt irgendwas. Naja, das, was er jetzt macht, das meinte ich. Das ist über X einfach. Aha. Okay. Ja, nee, ich meinte aber tatsächlich den ersten Shortcut, den er gemacht hat. Ja, den habe ich auch noch nicht gesehen. Ich bin sowieso nicht so wahnsinnig gut mit Shortcuts. Das kann ich auch nicht so wahnsinnig viel zu erzählen. Aber du kannst, ja, während du... Das ist Übungssache halt, ne? Ja, auf jeden Fall. Das hilft dir auch massiv, um schneller zu sein. Ja. Ich habe noch gesehen, wenn du in der Achterbahn sitzt und ein POV hörst, kannst du mit Tab einfach das ganze UI ausblenden. Das ist, glaube ich, auch ganz praktisch. Okay. Mhm. Das ist gut. Ja, sonst habe ich noch ein paar von den vorgefertigten Blueprints gesehen, die vom Spiel aus selber drin waren. Die sollte ich halt während des Tutorials mal setzen. Ach so, okay. Und ich finde tatsächlich, dass diese Standard-Blueprints, sage ich mal, die jetzt in dem Spiel schon von Natur aus drin sind, sehen tatsächlich ganz gut aus. Also ich glaube, das ist auch mal ein Stückchen besser geworden als vorher. In der Qualität. Ja, okay.
Okay. Ich bin sowieso mal gespannt. Ich meine, das Spiel ist heute erst rausgekommen, dass das jetzt keine 100% sein werden. Es sollte uns allen eigentlich klar sein, ne? Es wird immer wieder Leute geben, die natürlich sich denken, ich habe das Spiel gekauft, das soll jetzt laufen, aber das Spiel ist noch in Entwicklung. Das ist noch gar nicht zu 100% fertig. Ja, es ist ja, die Spielentwicklung hat sich ja leider in diese Richtung entwickelt, ne? Das ist normal ist mittlerweile, wenn du ein Spiel am ersten Tag kaufst, dann ist es halt leider noch nicht fertig. Ja, das ist mit allen Spielen so heutzutage, genau. Also ich habe jetzt 2 Stunden gespielt und es ist zumindest nicht abgestürzt, das ist ja schon mal etwas. Das ist gut. Es lief soweit auch eigentlich alles super, das war alles kein Thema. Ich glaube technisch ist das Spiel tatsächlich funktionsfähig, so wie es jetzt ist. Es sind mehr so Komfort-Features, die Leuten noch fehlen oder Inhaltssachen. Also dass irgendwelche, keine Ahnung, Szenerieteile fehlen oder dass das Menü zu sehr an die Konsole angepasst ist oder was weiß ich was. Ich glaube, das sind, oder dieses Limit mit 6000 Gästen, das sind ja alles Sachen, die sind jetzt halt noch drin und jetzt wird so ein bisschen auf das Feedback von der Community gehört, dann wird halt vielleicht ein oder andere noch geändert. Hoffentlich. Ja, bin mal gespannt. Aber das ist cool, dass sie zeigen, wie die das so gemacht haben, ne? Ihre Grafik. Ich habe jetzt gar nicht zugehört. Haben die es per Hand animiert oder ist das Motion Capture? Ich glaube, es ist Motion Capture. Ja, ich find's cool. Ja. Na, da kann man mal sehen, wie viele Objekte sich tatsächlich einzeln bewegen, ne? Wie viel Arbeit das ist, ne? Was man so versucht, irgendwie hinzubekommen, damit die Figur lebendig wirkt, ne? Ja, also es ist schon krass, was da an Animationen alles hintersteckt, das stimmt. Ja, deswegen sollte man das nicht so unterschätzen, dass wenn man so ein Spiel neu rausbringt, auch wenn man vieles aus dem Alten mitnehmen kann, ne? Dennoch viel Arbeit drin steckt. Also man sollte das immer so ein bisschen mit Vorsicht genießen, ne? Also ich glaube, es konnte schon so einiges an Assets übernommen werden aus dem ersten Teil, aber es ist halt von Grund auf einfach neu programmiert, dementsprechend halt einfach ein neues Spiel. Ich glaube, viel mehr als einfach die, ich sag mal, 3D-Objekte von manchen Dinge im Spiel sind halt übernommen worden, als anderes, glaube ich, neu programmiert. Ja, ist auch so. Glaube ich auch. Ich bin auch mal auf die Performance gespannt. Das ist ja so das größte Manko gewesen von Blanco 1 eigentlich. Ne? Wenn man ehrlich zu sagen war, Blanco 1 war ja nie ein Problem. Nö. Sondern es war wirklich nur die Performance. Ja. Wir hätten einfach das selbe Spiel nochmal mit besserer Performance rausbringen können. Weil die Skalierung und alles, klar, das wäre alles, das ist alles nur... Es ist schon geil, dass es drin ist. Das auf jeden Fall, gar keine Frage, aber man hat es auch nicht unnötig, oder jetzt unbedingt gebraucht bei Blanco 1. Ja, ich glaube, es macht schon alles deutlich einfacher und besser. Das ist so ein Feature, das da habe ich von geträumt, dass es das kommt, gäbe im ersten Teil, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass das jemals Realität wird. Ja. Weil es halt so dreidimensionales und die Texturen ja alle ein bisschen komplexer sind. Genau. Ja, klar. Es ist nice to have, auf jeden Fall. Besser haben als brauchen. Ja. Also ich glaube, es wird, sobald man sich ja einmal so ein bisschen dran gewöhnt hat, keinen Grund geben, zum alten Spiel zurückzugehen, weil es ja dasselbe Spiel und besser ist einfach. Ja, ist so. Ja, klar, natürlich. Also erst recht vom Potenzial zumindest. Ne? Da kann ja. Wenn das alles ausgeschöpft wird und hier auf die Community gehört wird und Sachen geändert werden und so, dann kann das Spiel unfassbar gut werden. Ja. Und es ist ja jetzt nicht so, dass es jetzt gerade noch schlecht wäre. Nee. Aber ich finde es cool, dass sie jetzt gerade mal hier die Animationen zeigen, wie viele unterschiedliche es gibt, ne? Ich meine jetzt 3 Stück gezählt zu haben. Ich weiß es nicht. Ich habe tatsächlich nicht mitgezählt. Es ist für mich auch ein bisschen schwierig, das zu zählen, weil ich auf 2 Monitoren gerade das Video leicht versetzt sehe und dementsprechend alles doppelt habe. Ich weiß gar nicht, welche ist. Ja, okay. Aber die steigen auch so richtig drauf, ne? Also da ist jetzt nicht so ein Ploppen zu sehen, sondern die steigen wirklich auf das Brett drauf und dann springen die rein, ne? Ja, ich glaube, nur bei Attraktionen wird reingeploppt. Also,
Ich fand aber auch so ein paar von den Übersetzungen ein bisschen interessant. Ich weiß gar nicht mehr genau, okay, wie es hieß. Aber Flatride war sehr spannend übersetzt im Spiel. So okay, irgendwie flache Fahrgeschäfte oder so heißt das. Das ist ganz komisch gewesen. Ich weiß aber auch nicht, wie man es übersetzen soll. Ja, einfach Flatrides lassen, ne? Ja, sehr am einfachsten, das stimmt. Ja, ja, Fahrgeschäfte, Fahrgeschäfte wahrscheinlich, ja, hätte ausgereicht. Ich war auf jeden Fall ein bisschen irritiert, als ich es gelesen habe. Oh ja, den kann ich mir vorstellen, das war viel Arbeit. Aber der ist cool. Ja, der ist cool, ich mag den auch. Der ist richtig cool. Ja, also die Mario Maskatchen sind alle echt cool. Ja. Ich bin mal gespannt, was für neue dazu kommen. Vielleicht kriegen wir das eine oder andere alte wieder zurück. Ein paar sind ja rausgeflogen. Ja, vielleicht werden die neu gemacht. Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt so ein paar. Ich weiß, ich habe jetzt leider gerade kein Beispiel im Kopf, aber ich glaube, es gibt ein paar von diesen Features, die in Planet Coaster 1 oder in Planet Zoo schon drin waren, die jetzt hier wieder rausgeflogen sind. Das schreit so ein bisschen nach DLCs irgendwie, finde ich. Ja gut, das ist ja klar, dass DLCs kommen, ne? Das steht ja fest. Ja, ja, klar. Die Frage ist nur, wie viele und wie lang. Ja, ich meine, das Vorbesteller-Set ist ja im Prinzip jetzt zum DLC geworden, ne? Genau. Ja. Also, ich denke, da wird auch einiges kommen. Frontier macht das ja gerne über längere Zeit mit den DLCs. Das ist ja eine ganz gute Finanzierungsmöglichkeit. Und ich als Spieler finde es auch cool, dann am Ende zwar ein bisschen mehr Geld auszugeben zu haben für ein Spiel, aber dafür ein Spiel zu haben, das halt super geil ist, nicht die ganze Zeit immer von vorne anfangen zu müssen. Ja, das stimmt. Ich weiß gar nicht, wann kam der letzte DLC raus von Planet Coaster 1? Also der letzte, der rausgekommen ist, war... Ich glaube, das letzte, was rausgekommen ist, war dieses ganze Abo-Modell, oder? Abo-Modell? Das ist so da, wo du die Zahlenkasse für das Spiel spielen kannst. Ach so, ja, zählt das als DLC? Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall sehr lange Zeit nach dem letzten DLC rausgekommen. Das DLC ist ja vor der Konsolenedition rausgekommen. War das Vintage Pack? War das? Nee. Ich meine, Vintage könnte schon sein. Oder war das eins von diesen Mini-Add-ons? Also sowas wie, boah, das kam 2017. Okay, Magnificent. Kam Dezember 18. Ist es vielleicht eins von diesen Minisets gewesen? Diese Ghostbusters oder Knight Rider und so weiter. War es vielleicht eins von denen? Also Shooting Ride kam 2019. Ghostbusters, sagst du? Oder Studios Pack, ne? Kam 18. Ich weiß auch einfach gar nicht, wann welche von denen rausgekommen ist. Ich bin nur froh, dass sie alle da sind. Ja, 2019 kam so das letzte. Ja, guck mal, Shooting. Das ist auch schon wieder 5 Jahre her. Stand da schon fest, dass sie schon einen zweiten Teil machen? Ach, ich weiß gar nicht, wann diese Gerüchte angefangen haben. Ja. Das Ding ist ja... das Ding ist ja, dass die halt nichts mehr rausgebracht haben, ne, in DLCs. Ja, ja, die sind dann auf Planet Zoo übergegangen, haben das dann sehr viel Support und unterstützt. Ja, stimmt, Planet Zoo kam zu dem Zeitpunkt auch so raus, ne? Dann irgendwann. Genau, bei Planet Zoo gab es halt sehr viel mehr DLCs. Ich glaube, bis vor kurzem kamen noch welche. Ich glaube, kam sogar noch eins. Und dann kommen immer noch welche, ne? Ja, ich meine schon. Also das ist ja super lang unterstützt worden oder wird immer noch. Ja, wird immer noch. Also, weiß nicht, ob dafür ein zweiter Teil geplant ist. Bestimmt. Meinst du? Ich denke, der wird erstmal jetzt Planet Zoo Console kommen, wenn die DLCs alle durch sind. Dann kommen auch keine DLCs mehr. Dann kommt wieder irgendein anderes Spiel, hier Jurassic World Evolution 3 oder so. Und dann ist Planet Coaster wieder dran. Ich hoffe nicht. So war es zumindest in den letzten Jahren von der Reihenfolge. Ja, gut. It just has weight to it in the way it does this. Yeah. It's like, oh, there's a little bit of an animation that we can hook into a sound and it touches the ground here. And that's the thing. Nothing that you see on the screen has sound. That is the producer von diesen. In real life,
Was Kürzchen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob er der Animator ist oder ob er der Sounddesigner ist. Das weiß ich auch nicht. Oh, wo setze ich den Baum noch hin und wo setze ich den Baum noch hin? Na, guck mal, dass sich darum noch so viele Leute Gedanken machen, ne? Wenn man jetzt den Scenery Brush hat. Ja. Da bin ich auch mal gespannt, wie das funktioniert und alles. Und, habe ich auch nicht gemacht, keine Ahnung. Ist. Aber ich glaube, es ist gar nicht so schwierig. Nee, glaube ich auch nicht, aber es ist ein richtig geiles Tool, um ehrlich zu sein. Also. Ja, es spart massiv viel Zeit. Gerade die meisten Fahrgeschäfte oder Themengebiete oder was weiß ich, sind ja umrundet von irgendwas, um es halt abzuschließen. Ja. Und das ist im einfachsten und meisten Fall ja Natur und Bäume. Und dafür muss es ja auch nicht perfekt funktionieren. Es muss einfach nur überhaupt klappen und das ist damit ja super easy machbar. Ja. Lieber Gott. Sind das die ganzen Wegpunkte, wo die langlaufen können? Wahrscheinlich, ne? Height Level 5, Land Dennis. Okay. Boah, da blicke ich nicht durch, da bin ich raus. Habe ich keine Ahnung von. Das ist mir auch zu technisch, aber ich finde es trotzdem spannend, das zu sehen. Ja, es ist sehr interessant, ja. Nur verstehen tue ich es nicht. Nee, ich auch nicht. Es könnte aber auch daran liegen, dass wir hier drüber gequatscht haben, ne? Jo, gut. Aber wir können uns das ja auch irgendwie schön reden. Ja. So, bei 30:52 kriege ich die nächste Werbung angezeigt. Hast du nachgeschaut? Ja, ich habe 12 Werbungen hier, ey. Das ist ja grausam. Boah, da kommen echt noch einige, stimmt, ja. Ja, es ist Wahnsinn. Gerade zum Schluss. Wird so spannend zum Schluss. Das bloß gerade abschaltet. Ja. Ja, ich würde sie ja rausschneiden, aber wir quatschen ja meistens einfach weiter drüber. Ja, gut, das ist ja meistens schnell noch 5 Sekunden überspringen und gut ist. Ja, vielleicht schneide ich sie doch raus, mal gucken. Ja, vielleicht denken die Zuschauer auch dann, wir haben Werbung. Ja. Nein, haben wir nicht. Wir haben keine Werbung. Also wenn ihr bis hierhin schon mal zugeschaut habt, nein, wir haben keine Werbung. Natürlich nicht. Wir verdienen kein Geld mit YouTube. Ich glaube, es ist tatsächlich schon, auf manchen Videos von uns ist, glaube ich, manchmal Werbung drauf. Aber das hat nichts mit uns zu tun. Das ist dann aber nur beim Start. Aus. Das ist nur beim Start. Das habe ich auch. Ja, also da haben wir relativ wenig mit zu tun. Nee, da haben wir nichts mit zu tun. Genau. Das ist von YouTube. Ja. So. Aber ist ja heutzutage überall mit Werbung, ne? Also wenn ich überlege, ich bezahle Amazon Prime jedes Jahr und wenn ich mir dann einen Film angucke, muss ich mir erstmal 1,5 Minuten Werbung angucken, bis ich mir einen Film angucken kann, ne? Das stimmt, mittlerweile auch so Bezahldienste Werbung drin, ne? Ja. Aber das haben sie alle. Netflix kannst du Abo machen mit Werbung, ohne Werbung und nur Full HD und dann nochmal, glaube ich, mit 4K ohne Werbung dann. Überall ist es nur noch mit Werbung. Ja, Werbung ist halt ein sehr guter Weg, um Sachen zu monetarisieren. Ne? Ja. Da kriegt man es halt besser verkauft. Ich meine, diese ganzen YouTube-Videos, für keiner von uns zahlt dafür, ne? Für YouTube zahlt keiner für. Das ist so. Das ist, glaube ich, noch so die eins. Okay, man kann es bezahlen. Auch, dann hast du aber auch keine Werbung mehr. Dann hast du auch keine Werbung mehr. Das ist richtig. Aber wer will sich schon YouTube kaufen? Macht ja gar keinen Sinn. Ja, ich glaube, das macht für alle Leute Sinn, die auf Videos reagieren. Ist ja nervig. Stell mir vor, du guckst dir so eine Reaction an, da ist einfach mit drin Werbung. Ja, gut. Ich meine, die Arbeit muss ja auch bezahlt werden, ne? Ich meine, das, was wir hier auch machen, das ist ja nicht jetzt hier einfach so, ne?
Also klar, wir machen das mit Spaß und Freude und es macht uns auch richtig viel Spaß, das Ganze hier, euch das auch so zu vermitteln und so. Und aber es ist wirklich, wirklich manchmal dann doch ein bisschen viel Arbeit. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich laber hier einfach nur drauf los. Was? Du laberst einfach drauf los? Ja, also jetzt gerade mache ich nicht viel, was hier, also hat gerade nicht viel mit Werbung, mit Arbeit zu tun, was ich gerade tue. Nee, das nicht, aber das Schneiden im Nachhinein. Ja, das stimmt. Also das, ne, die ganzen, das Intro, Outro, die Namen alle rein und dann die passende Stelle raus. So, man guckt sich ja die Videos teilweise 3-4 Mal an, ne? Ja, klar. Ne, das ist ja... Das ist, aber, ist ja für uns selber auch ein bisschen selbstgewähltes Schicksal, ne? Dass wir für uns selbst gesagt haben, wir wollen die Videos halt so machen, dass sie uns halt auch gefallen. Und dann stecken wir doch gerne mal ein bisschen mehr Zeit da rein, als nötig wäre, um irgendwas hochzuladen. Ja, klar, ich sag ja auch, dass wir das ja gerne machen. Es ist ja nicht so, dass wir keinen Bock drauf haben. Nö, das meine ich ja jetzt auch gar nicht. Aber es ist halt schon ein bisschen Arbeit. Also man sitzt dann schon mal an dem Video so 2-3 Stunden. Das kommt schon gut hin. Ja, mal so, hängt immer vom Video ab, ne? Also jetzt hier sowas wie eine Reaction hier, das ist halt tatsächlich relativ entspannt. Da ist dann die Zeit, die es Nachbearbeiten braucht, gar nicht so viel größer wie das Aufnehmen selber. Oh, der ist ja auch, Entschuldigung, gerade dazwischen, Kretscher, aber der ist ja auch cool. Die Eule habe ich ja noch gar nicht gesehen da, der Vogel. Ja, ich finde den auch cool. Aber hat er auch noch einen... Ah ne, ich dachte, der hat einen Bogen, aber der hat ja nur so ein Hafending, ne? Hafe, ja, das ist der... Jetzt ist schon cool. Gucken. Das muss ich nochmal gucken. Klar, ne, so Reaction-Videos sind natürlich für uns angenehmer. Es hängt halt immer davon ab, was man im Endeffekt nach zu bearbeiten hat. Ne? So ein Vlog dauert halt länger. Ja, also ist ja logisch, Vlog ist natürlich sehr, sehr anstrengend, ja. Deswegen ist es wahrscheinlich auch ganz sinnvoll, dass wir so ein bisschen die Mischung hier auf dem Kanal haben. Ne? Manche von den Videos sind halt schneller zu machen als andere. Und wenn wir jetzt nur die machen würden, die super lange dauern würden, dann würden wir es nicht hinbekommen, so regelmäßig Videos rauszubringen. Ja, ja. Und es soll jetzt auch nicht heißen, dass jetzt so ein Video, wo halt nicht so viel Zeit danach noch reinfließt, schlecht ist. Es ist einfach nur was anderes. Manchmal ist es ja auch schön, einfach so drauf loszuquatschen, einfach miteinander zu reden. Ja, auf jeden Fall, klar. Ich meine, die meisten Videos, wenn wir jetzt Bella Italia mal betrachten, sind ja mehr oder weniger Podcast-Videos auf unserem Kanal. Ja, da ist die Aufnahmezeit der Videos vorhin dann schon höher als Nachbearbeiten. Ja, genau. Ist ja hier beim Reaction-Video nichts anderes auch. Und ja, aber gut, so ist das halt, ne? Ich meine, wir können ja jetzt... wir können natürlich auch jetzt hier den Mitarbeitern da zugucken und zuhören, aber das wäre ja auch langweilig, wenn wir nichts sagen. Ja, wir machen halt das, was wir irgendwie immer draus machen. Ne? Wir hören eigentlich irgendwie fast gar nichts zu, erzählen einfach selber irgendeinen Schluss die ganze Zeit. Das stimmt. Es ist wieder so ein halber Podcast hier. Ein halber Podcast, richtig. Aber ich glaube, es ist auch nicht so wild jetzt heute, weil halt einfach wirklich nichts Neues gezeigt wird. Nee, wird auch nichts Neues gezeigt. Was sollen sie auch zeigen? Das Spiel ist draußen. Jeder kann alles sehen. Ja gut, das Video kam ja schon um 14 Uhr, ne? Also, da wusste noch keiner was, ne? Das ist so der Countdown gewesen, ne? Ja, gehe ich auch von aus. Und weil wir Steam Deck verified, gehe ich auch. Jetzt wo ich nochmal hier den Typen mit der Harfe da sehe, ne? Ich habe nebenbei jetzt mal geguckt, weil mich das jetzt doch mal interessiert hat, wie der Typ nochmal von Asterix heißt. Der heißt Trubadix. Was, wie? Trubadix. Okay, ich dachte, ich kenne ihn, aber der Name sagt mir nichts. Doch, Trubadix. Ich kenne den, aber den Namen, der ist so... Irgendwie sagt mir der Name nichts. Doch. Mir schon. Okay. Ich habe auch gar nicht so wahnsinnig viel mit Asterix und Obelix zu tun gehabt. Ja, ich habe nur die... die Zeichentrickfilme und die spätere Verfilmungen und so habe ich doch schon geguckt. Also von den Zeichentricksachen habe ich auch ein paar gesehen. Ich kenne jemanden, der hat die ganzen Comics davon gelesen. Der kennt sich damit aus. Das ist krass, ja.
Aber dementsprechend, ne, es ist halt, sag ich jetzt halt, ich kenne mich nicht so wirklich damit aus, weil ich habe halt nur diese Filme hin wieder mal geschaut und das war's dann. Na gut, das schon, ja. Hast du gehört, die haben John Wick zu Gast. John Wick? Ja. So John, what do you do? I'm a random der da jetzt, oder was? Right. Which, I guess it sounds a bit technical. Heißt zufälligerweise auch so. Wink, ist ein Ender zwischen. I'm just one of the people who make sure they actually render and you can actually see them in the game. And we've got all these beautiful lighting effects. Yes. And water as well. We've done lots of cool stuff for the water. Water's a feature this time round. Yeah, it is a feature. How, before we get into that, though, how are you feeling? Are you excited? Are you, is this... It's a bit surreal to see that day come around. Like, there's been so much work from everyone that's gone into this. And, like, just now it's there. Now we can finally show das ist schon cooles all Gefühl. The beautiful people mm. what we've yeah. been working on. And I'm just yeah, incredibly excited. Are you happy seeing people's responses already to it? Yes. Obviously, some of our wonderful creators have made some great stuff, some wonderful stuff, some weird stuff. And the response has been super positive. Does that make you feel good? I guess that's a question to all of you. You must feel great seeing those responses coming in. Yes, 100%. It's amazing. And seeing all these ich frage mich gerade, was für ein Bildschirm der Typ da vor sich hat, der Planet Coaster gerade spielt. Achso, was er gerade macht, meinst du? Nee, was für ein Bildschirm der vor sich hat. Ob das so ein Fernseher ist, 160 Zentimeter, weil er muss ja irgendwas sehen können. Ja, ich denke mal, das wird wahrscheinlich so ähnlich laufen, wie das auch bei... hier bei Fernsehproduktionen und sowas läuft, ne? Dass du halt so einen Fernseher zu, ich sag mal, 45 Grad anwinkelst und auf den Boden stellst, sodass die Kamera dann drüber filmen kann und der dann trotzdem in die Richtung der Kamera schaut. Mm. Ja, das sieht aber schön aus. Ja. Hab ich auch nicht gebaut. Ich habe das Gefühl, ich habe das Spiel noch gar nicht gesehen. Ich habe so viele Sachen nicht gemacht. Das Tutorial lässt doch leider nicht so wahnsinnig viel Freiraum. Which means you can create some really cool wave patterns and generally just go be really creative with what you do. So what we've done is we're actually running all this is based on real physics. So we're running like a fluid. Das ist auch einer von den Punkten, ne, über den sich viele Leute im Moment so ein bisschen beschweren. Das hast du ja bei dem allerersten, nicht beim allerersten, aber schon vor einer Ewigkeit hast du es auch schon angemerkt gehabt mit den vorgerenderten Bewegungen auf den Wasserrutschen. Genau. Ja. Ja, ich verstehe irgendwo, dass man das macht, so, ne? Aber es ist halt schade, wenn man dann gleichzeitig auch hier sieht, dass halt andere Sachen richtig simuliert werden. Ja, eben. Ich finde irgendwie auch, ja, gerade bei den Rutschen fände ich es eigentlich cooler, wenn die richtig simuliert werden. Ah, vielleicht wird es nochmal gepatcht oder so. Mal gucken. Ja, ist jetzt nichts, was unmöglich wäre. Ist halt nur die Frage, ob das dann, ob das gepatcht wird, weil es ja jetzt nichts ist, was man so groß vermarkten könnte. Von wegen, hey, unsere Wasserrutschen sind jetzt realistischer. Man kauft sie ja wahrscheinlich nicht so gut. Ja, aber vielleicht mit einem DLC zusammen. Ja, das stimmt. Wobei, es ist auch ein Simulationsspiel, ne? Ich glaube, hier kannst du wirklich mit den albersten Sachen Leute hypen. Ja, das stimmt. Also ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber ich glaube, im ersten Teil gab es auch irgendwas, wo die gesagt haben, hey Leute, wir haben ein Fenster hinzugefügt und alles ausgerastet. Also es war jetzt kein Fenster, es war irgendwas in der Art war es. Naja. Aber ich bin mal gespannt, was für Rutschen die noch bringen und alles, weil es gibt jetzt so viele zig Rutschen. Da bin ich mal echt gespannt. Gerade wenn man sich so ein bisschen ja, von Leuten anhört, was die sich damit auskennen, wenn die davon erzählen. Weil so als ja, jemand, der sich damit nicht auskennt, bist du halt schnell an dem Punkt, wo du sagst, ja, es hat eine Rutsche mit einem Reifen, eine, wo du dich reinlegst und eine, wo du dich reinstellst. Was gibt's denn da noch? So? Naja. Das ist wahrscheinlich so ähnlich bei Achterbahn, ne? Wo dann auch die Leute, die keine Ahnung haben, sagen, hey, das ist halt ein Zug auf einer Schiene und das war's so, ne? Aber guck mal, wie viele verschiedene Achterbahntypen in diesem Spiel drin sind. Ja, und auch Flatrides, ne? Wir haben schon einen Haufen Dinger. Ja, das stimmt. Also 38 Flatrides oder was? Direkt zu Anfang? Ja, irgendwas mit dem Dreh war das, ich meine auch. Es war schon echt viel. Das ist schon eine Menge, ey. Das ist mehr wie bei 1. Ich weiß gar nicht, wie viel bei 1 drin war. Ich glaube, 40 hatten wir, glaube ich. Ja gut, das sind halt die ganzen DLCs dabei, ne? Also für ein Grundspiel ist das schon sau viel. Ja,
Genau, das, da sind die DLCs dabei, genau. Das ist ein bisschen die Frage, was dann hier kommt als, als DLCs, ob die dann einfach noch mehr Flatrides und Achterbahntypen sich raussuchen. Mhm. Oder ob das diesmal vielleicht mehr Szenerieobjekte werden oder dass mehr technische Features werden, wie jetzt meinetwegen die Simulation bei den Wasserrutschen. Ja, werden wir sehen, ne? Gibt schon viele Möglichkeiten. Auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall ausbaufähig. Ja, wenn du danach fragst, findest du immer irgendwas, was man noch besser machen kann. Ne? Hm. Ich meine, es war ja ganz viel Zeug, wo, bevor das Spiel rausgekommen ist, haben ja ganz viele Leute ihre Wünsche geäußert. Und es waren so ein paar Sachen, die immer wieder aufgetaucht sind, wie jetzt meinetwegen Wasserparks. Aber es sind ganz viele Sachen, die sind nicht aufgetaucht. Und jetzt, wo das Spiel fertig ist, taucht das jetzt auf und jetzt wollen das alle haben. Ja, klar. Aber, du findest immer irgendwas Neues, was du halt nicht hast, was du gerne hättest. Natürlich, ist immer so. Ist bei jedem Spiel ist das so. Ist auch im wahren Leben ist das so. Ist, richtig. Ist einfach so. Guck mal, wenn du dir das schon anguckst, was, wie wenig Teile du da hast, ne? Unverschämtheit, das geht doch nicht. Ja, ich, kann dir auch ich kann dir auch sagen, dass das gar nicht, noch weniger Teile sind, als es aussieht. Da waren nämlich drei Leitern unterschiedlichen Längen bei, da waren vier Wasser, also so Wellenmaschinen bei unterschiedlichen Größen. Ach so. sind sogar noch weniger Teile. Ah, okay. Zwei Sprungwetter waren dabei. Nur? Oh, ja, 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 ja. Ja, die kannst du tatsächlich auch nicht hochziehen wie in RC3. Das habe ich ausprobiert. Ah, ja. Okay. Okay. Das war das Erste, was ich gemacht habe, als mir gesagt wurde, bauen einen Sprungturm. Also du hast nur das 3-Meter-Brett und das 1-Meter-Brett. Mhm. Naja, das sind aktuell alles DLCs. Die müssen ja auch für DLCs ein bisschen was Puffer haben. Ja, sonst gäbe es ja auch wahrscheinlich sowas wie die Toolkit-Sachen schon. Genau. Wenn du jetzt schon Toolkits machen würdest, dann gäbe es keinen Grund für DLCs. Ja, so sieht's aus. Ich vermute aber auch tatsächlich, weiß nicht, ich würde sagen, dass mehr DLCs am Anfang rauskommen für das Wasser-Thema. Kann sein. Und wir mehr Szenerie bekommen für Freizeitpark, sag ich jetzt einfach mal. Weil wir schon so viele Achterbahnen und so viele Flatrides haben, glaube ich nicht, dass da irgendwas Großartiges noch in den ersten, sag ich mal, 2-3 DLCs kommt, sondern mehr so in diesen Wasserparkbereich kommt. Ist meine Vermutung. Es kann schon sein, ne? Gerade weil wir so viel Zeug haben, das kann ich mir auch vorstellen. Ja. Wobei auch, ich meine, das die übliche Vorgehensweise von Frontier ist ja, dass sie die Spiele immer um den Zeitraum rum rausbringen und dann das erste Content-Update irgendwann im Winter machen. Und wir haben zum Beispiel keinen Schnee im Spiel, ne? Ja, das ist. Das wäre ja was, was man theoretisch in den Winter legen könnte. Mhm. Aber das ist komisch, warum haben wir keinen Schnee? Ich kann es dir nicht sagen, aber ich glaube, Schnee ist mit das anspruchsvollste Wetter zu machen, weil du ja auf jedem Teil theoretisch diese Schneeoberfläche brauchst. Mhm. Ich glaube, bei Wasser brauchst du es ja nicht. Nee. Bei Sonne ja sowieso nicht. Nee, das stimmt. Also ich glaube, Schnee ist das komplexeste Thema. Oh, wir sind mal gespannt. Also entweder ist es zu kompliziert gewesen, ist deswegen nicht drin, weil es hat ja auch Einfluss hier auf das Gameplay, ist ja nicht nur optisch in dem Fall. Oder es wird tatsächlich halt aufgespart, so wie so ein paar andere Features für die Zukunft, wie zum Beispiel jetzt so ein Winter-DLC. Durchaus möglich, natürlich, klar. Ja, also ich meine, wir arbeiten ja eigentlich bei denen, keine Ahnung, was die vorhaben. Nö, eben. Ja. Jetzt wollte ich mal gucken, jetzt ist er wieder am Skalieren, aber der hat die linke Maus bei WASD. Dann muss die Tastenkombination nicht weit davon weg sein. Ist bestimmt Shift oder so. Ja, könnte sein. Ich könnte es mir sonst nicht anders vorstellen. Wobei Shift. Aber du kannst ja auch gleich mal ausprobieren. Ich werde ja auch tun. Also, ich glaube nicht, dass ich. Also, ich werde wahrscheinlich erstmal nur so durchs Menü gehen und wenn ich das fertig habe mit der Aufnahme, dann werde ich tatsächlich auch mal ins Spiel reingehen. Und ich will natürlich mir das Spiel auch mal angucken. Ja, ich auch. Ich habe das auch, als ich dieses Tutorial gemacht habe, habe ich auch danach das Gefühl gehabt, ja, ich weiß das meiste davon. Ein paar neue Sachen waren dabei, aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie schon an der Oberfläche gekratzt habe. Da ist noch so viel Zeug, was ich gar nicht gesehen habe.
Just a recap, so we are about an hour and 15 away from the launch of Planet Coaster 2. Tja, Australien darf erst um 2 Uhr, ne? Das morgen, ist fies. Also heute, quasi. Das ist schon wirklich gemein. Ja, in Tokio um 12. Twitch Drops are active and are still active and you get yourself a Viva La Vegan. Little outfit, which you're going to want, so we hope this is... Ich muss alles zurücknehmen, was die Nachbearbeitungszeit von der Reaction angeht. Wieso? Diese blöden Werbungen zerschießen mir alles hier. Ach so, okay. Ah, du hast gerade eben Werbung, deswegen hat das kurz so geflackert. Ja. Meine nächste Werbung kommt um 48:20. Ja, da habe ich auch noch eine, ja. Ist aber auch meine letzte dann. Ja, bei mir auch. Nee, das Problem ist, was ich halt habe, ist halt, weil ich ja, ich nehme ja nicht das auf, was wir gerade sehen, weil es ja über OBS irgendwie Probleme gab mit dem Ton. Ich nehme ja über ein separates Fenster auf und da ist die Werbung an einer anderen Stelle, da ist die Werbung unterschiedlich lang und deswegen ist alles mega asynchron. Ja. Ja, das ist doof, ja. Das stimmt. Ich möchte doch einfach nur das Spiel spielen, jetzt muss ich die Reaction bearbeiten, ey. Game and even the workshop as well. There's so much to play with and you can achieve so much in so little time. Someone said they want the queue to have some scenery rich. I mean, what are you even doing? Ja, ja, es wird schon funktionieren. Also irgendein Video werdet ihr wohl sehen. Ich meine, wenn ihr das Video gerade seht, dann hat es ja funktioniert so, ne? Ja, genau. Oh. Oh. Abgestürzt. Oha, im Stream. Das ist ja geil. Crazy. Guck mal, der muss selber lachen. Mist. Gut, ich meine, das Spiel war da auch noch nicht draußen, ne? Nee, aber geil, dass es abgestürzt ist. Bei der letzten Präsentation. Ich bin mal gespannt, ob das gestern quasi auch schon jemandem passiert ist. Also ich glaube, den Leuten, die vorab Zugang hatten, die hatten das auch hin und wieder mal. Gab es, glaube ich, so ein paar grafische Glitches und sowas auch. Aber ich denke, das hat viel. Damals war es halt viel darauf geschoben, dass alle gesagt haben: Hey, spielt doch nicht draußen. Das wird noch gepatcht am ersten Tag und dann ist alles gut. Aber ich meine, es ist ja jetzt theoretisch am ersten Tag gewesen. Ja. Stimmt. Oh, da sind sie wieder. Guck mal. Ja, es war echt nicht viel verloren gegangen. Ja, der Autosave ist auch von Natur aus sehr niedrig eingestellt, habe ich gesehen. Oh, das ist sehr gut, aber das hindert ja nicht beim Spielen, ne? Nee, es hat tatsächlich keine Decks gegeben, derzeit ich jetzt hatte. Also, ja gut, der Vitaro hätte wahrscheinlich bestimmt den einen oder anderen Leck gesehen. Der hat doch einfach gute Augen. Beta Game Footage, recorded with global illumination. Richtig so. Schön nochmal zum Ende den Trailer. Ja. Wir kommen zum Ende, gell? Ja, sieht so aus. Also, ich habe so einen Bruchteil von dem mitbekommen, worum es hier heute ging, aber ist ja auch egal. Wir haben ja ein schönes Gespräch gehabt und ein bisschen. Und wir hatten auch ein sehr schönes Gespräch. Unsere genau. Gedanken zum Spiel ausgetauscht, was wir so. So sieht's aus. Denken zum Launch von dem Spiel. Ich kann, glaube ich, für uns alle sprechen. Wir sind froh, dass es im zweiten Teil jetzt rausgekommen ist, dass wir das miterleben durften und wir sind alle sehr, sehr gehypt auf dieses Spiel. Und egal, welche Macken es haben sollte, ich meine, das müssen wir alles berücksichtigen. Wir sind noch ganz am Anfang. Das Spiel ist erst ein Tag alt und... Hallo? Ja. Ach so, ich habe Werbung. Ich höre gespannt zu. Das Spiel ist ein Tag alt. Das Spiel ist erst ein Tag alt und wir sollten dem Spiel ein bisschen Zeit geben, mal mindestens ein Jahr. Und dann, denke ich mal, sollten wir wirklich alles perfekt haben. Also ich bin guter Dinge bei diesem Spiel. Ich freue mich sehr. Supergeile Attraktionen, Fahrgeschäfte. Wir haben Pools, die wir bauen können. Ich meine, Leute, was wollen wir denn mehr? Was wollen wir denn noch? Es wirkt stellenweise tatsächlich noch so ein bisschen unfertig, aber es hat halt ein unfassbar großes Potenzial, sehr, sehr gut zu werden. Ja. Und weil es jetzt gerade erst einen Tag raus ist, kann ich es auch noch verzeihen, ist alles gar kein Problem. Wie du sagst, in einem Jahr müssen wir schauen, wie es, ob es dann funktioniert. Okay, das ist jetzt... Die zwei Leute haben sich gerade da im Park kennengelernt?
Ja, ja. Wird das jetzt nur eine Art Sims oder was? Also die Funktion ist im Spiel nicht drin, das ist nur den Trailer. So ein bisschen Geschichten erzählen. Ja, nee. Ist doch, war doch jetzt, ein schöner Abschluss. Das Spiel ist abgekackt bei denen. Oh, das ist cool. Ja. Guck mal. Ich sehe den Maskottchen. Ja. Ich sehe 1, 2, 3 Maskottchen. Ich sehe einen Kaktus, einen Hai, den Hafentypen. Ah, King Coaster ist King auch Coaster. In der Mitte die Frau. Oh, das ist, nee. Wo ist ein Queen Splash? Nicht dabei. Ich kann euch das Hauptmaskottchen rauslassen. Bye, bye. Haben sie schön gesagt. Bye, everyone. Tschüss. Ja, perfekt. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim Bauen. Lasst gerne Liebe da. Und ja, wir sehen uns bestimmt ganz bald wieder. Ganz bald. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Willkommen auf 7 Cents mit Mitaro, Rick und Blue Fire. Achterbahnträume und Gaming Feuer. Immer wieder neue Spiele. Gemeinsam bauen wir Welt. Hoch hinauf in Pläne, Coasters Magie. Drum abonniert und seid dabei für mehr von dieser.